Das neben mir ist Tim. Das neben mir ist Max. Und das ist unsere weitere Folge ungeplantes Space Base DF9. Ja, Spaß haben. Ja, im Prinzip kannst du schon den nächsten Raum ranbauen. Mhm. Was soll das denn für ein Raum werden? Ich würde tatsächlich einen Garten machen. Also ein bisschen größer als einer der Räume, die du jetzt hast. So ein, zwei Felder mehr. Ja, so? Ja, zum Beispiel. Das hier ist die Beta 5 B. Es gibt hier zum Beispiel auch schon etwas, das nennt sich Reaktorraum. Allerdings ist Elektrizität derzeit noch nicht aktiviert. Das soll mit der Beta 6 kommen. Was mit der Beta 6 übrigens auch kommen soll, wenn man im Rooster jetzt sieht, dass die Leute Sternchen haben, dann beim nächsten Mal kriegen sie hier auch noch eine Anzeige, wie sehr sie diese Art von Job mögen. Es kann also sein, dass hier jemand nachher ist, der 3, 4 Sterne bei Bilder, ist aber total unzufrieden als Bilder. Das schlägt sich dann daran nieder, dass der Charakter sich dann irgendwann nur noch ganz müde durch die Gegend schleppt und total depressiv wird. Manchmal muss man sich dann überlegen, will man das Beste für den jeweiligen Charakter, der da rumläuft, oder für die Basis. Das Spiel ist so ein sogenanntes Early Access derzeit. Ja. Ist bei Steam zu kriegen. Ich weiß gar nicht, eventuell auch auf der Herstellerseite. Ich habe festgestellt, manchmal sind solche Spiele in Dollar bezahlt tatsächlich günstiger als in Euro. Ich hatte hier gesehen, ja. Oh, Botanica. Ja, wir haben schon gute Botanica, aber. Da würde ich an deiner Stelle den Bilder nehmen, wenn der Raum fertig ist. Ja. Bauen tut man nachher nicht mehr ganz so häufig, wenn man erstmal ein paar Räume hat. Und es ist wieder ein neues Schiff angekommen. Ah, es ist. Du bist es. OMZ. Ich kann nicht. Es ist du. Wir haben dich endlich gefunden. Wir haben nach dir schon ganz lange gesucht. Lach. Ja, okay. Ernst. Wir kommen auf deine Basis. So happy, oh, hyperventilier. Wir werden die besten Kumpel. Ja, okay. Bist du hyperaktiv oder so? Ich würde sagen enthusiastisch. Okay, was kann denn du da? Bilder, Botaniker. Ja, okay, geben wir ihr gleich schon mal den Botaniker-Job. Meinst du? Ist doch noch gar nicht fertig da. Na und? Okay. Kannst du den Raum übrigens schon zu einem Botanikerraum, zu einem Garten ist schon machen? Ein Garten. Ah, okay. Tür fehlt noch. Wieder mal. Ja, der Raum selbst ist ja noch nicht mal fertig. Ich würde doch jetzt nicht einfach so eine Tür einbauen und denken sie sich, oh, eine Tür gehen durch und dann ersticken sie im All. Hatte ich schon. Da wird's, klick mal auf diese einzelne Tür, die da zum Schlafraum geht. Ja. Du kannst sie sogar oben, siehst du, auf Open oder Sealed stellen. Ah, okay. Ja. Ja, wenn du also verhindern willst, dass die in einen Raum gehen, machst du es ein Sealed, dann wird diese ganze Tür auch rot angezeigt. Und dann stehen die alle davor und, oh, ja, geht gar nicht. Es macht übrigens auch später Sinn, mindestens einen zweiten Airlock irgendwo zu haben. Jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn der mal ausfällt, weil er durch Meteoriteneinschlag kaputt gegangen ist, oder noch schlimmer, wenn ein Charakter dort in dem Raum gestorben ist und kein Arzt da ist, um ihn da rauszutragen, dann macht das Spiel leider derzeit den Fehler. Es lässt dann niemand mehr durch die Luftschleuse rein und raus. Habe ich gerade gesagt tot? Nee, ich meinte natürlich bewusstlos. Also wenn ein Bewusstloser in der Luftschleuse liegt und der Arzt die nicht wegträgt oder du hast keinen Arzt. Okay, konstruieren, Objekt, Garden, hydroponische Kultur. Nee, da ist Schluss. Boah, da geht einiges rein. Ja, aber dafür habe ich nicht das Meta. Ich platziere es einmal 6. Das kostet doch schon sehr viel. Ja. Ja, das nächste, was du dann brauchst, um die Nahrung auch zu verteilen, ist ein Pub. Na, das kommt als nächstes. Na, guck mal, die 3 Betten da unten reichen, ne? Es ist ja immer nur 2 oder 3. Ein oder 2 habe ich eben gesehen, waren belegt. Ganz am Anfang hatten aber auch 3 geschlafen. Okay, jetzt kommt der Pub. Mach ihn doch genau so groß wie. Genau, weil der braucht auch Tische.
Jo. Fehlt uns Material, wa? Oh, ein neues Schiff. Ja, was geht? Wir können ja mal zusammen abhängen. Cool. Ja. Ja. Kommt mal. Wie viel Material brauchten wir denn gerade für den Raum? Genau, oben links wird es angezeigt. 600. Das hätte doch eigentlich gehen müssen. Mal nochmal. Ohne Krass. Den roten Rand. Ohne die untere. Ja, so jetzt. Löst sich auf, sobald ich ihn loslasse. Du hast auf Pause gedrückt, deswegen. Pause-Modus kann man nicht bauen. Na gut, aber sobald ich auf Construct klicke, geht er automatisch in Pause-Modus. Stimmt. Aber jetzt geht's. Guck. Das ist seltsam. Auf jeden Fall ominös. Ja. Ach, hier, guck mal. Das solltest du noch einbauen. Hier. Da, Ordinary Plant. Wir brauchen immer eine Pflanze. Links unten. Oh, ja, ja. Ja. Gut, der Pottwal fehlt, aber naja, irgendwas ist ja immer. Hat der Achte schon einen Job, der da gerade neu gekommen ist? Nein. Techniker. Oh, ja, guter Techniker. Bern kann auch irgendwann Security werden. Ja, Security brauchen wir spätestens dann, wenn wir mal etwas verteidigen müssen. Dazu haben wir auf der linken Seite in dem Menü ganz unten dieses B für Beacon. Wenn man da draufklickt, kann man einem Sicherheitsmann sagen, wo er hingehen soll. Das braucht man auch, wenn er so ein Derelikt erkunden soll. Hier ist noch keins. Das sieht dann so aus wie eine Basis von uns, nur dass da, dass sie oben geschlossen ist, man da nicht reingucken kann. Weil sie halt nicht uns gehört. 82% hält sich gut. Auch einer mit 78 dabei. Echt? Ja. Cool. 77, ja, okay. Und die werden noch gut instand gehalten. Du darfst echt nur so viele von den Dingern haben, wie du Leute abdecken kannst, plus ein bisschen, sonst geht das ganz schnell den Bach runter. Ja. Aber drei Techniker müssten ja eigentlich reichen. Ja, denke ich auch. Weil die sind ja alle so um 80% rum. Ja, das Ding ist, jeder Raum sieht man ja auch, hat eine Sauerstoffanzeige. Dieser hier hat noch 0, der hat 98. Sollte der Sauerstoff aus irgendeinem unerfindlichen Grunde in einem Raum, weil zum Beispiel ein Loch drin ist, unter 40% fallen, laufen die nur noch panisch durch die Gegend. Da ist dann praktisch kaum noch was zu retten. Es sei denn, dass da noch jemand im Raumanzug ist, der das Loch stopfen kann. Aber sie versuchen immer, möglichst so zu arbeiten, dass sie keinen Raumanzug tragen. Dann geht der Bilder da rein und beginnt dann nur noch panisch rumzuschreien, genau. Weil ja zu wenig... Oh, da, stopp mal. Da haben wir jetzt gerade mal einen Einschlag. Raus dort. Nee, der Raum nicht, oder? Nee, der kannst du drin lassen. Ja, okay, aber die Raffinerie. Okay. Guck, jetzt flüchtet sie aus dem Raum. Jetzt kommen gleich die Asteroiden. Hier, guck mal da sind sie wieder reingegangen und wieder raus. Das war das, was ich noch nicht verstanden habe. Ich glaube, dafür ist der Monitor zuständig. Ist die Wand da gerade kaputt gegangen? Wo ist eine Wand? Ja, die Wand ist da gerade kaputt gegangen. Dann mach mal eine neue Wand dahin. Ich mache erstmal die Warnungslampen aus. Aber warum ist dort auch was eingeschlagen in meinem Garten? Ja, es streut immer ein bisschen. Aber primär war es da unten. Ich meine, Construct Wall. Mach da mal eine neue Wand hin. Was du übrigens auch machen kannst, um die Ansicht hier mal eben zu zeigen, rechts unten ist noch ein Knopf für O2. Ja. Da sieht man, wie das Sauerstoffniveau ist. Mach mal wieder aus. Und daneben kann man noch die Wände halb ausblenden. Ist manchmal ganz hilfreich, wenn man so Sachen irgendwo hintergebaut hat. Ja. Hey, dein Pub kann eingerichtet werden. The Oily Kitty, also die ölige Katze. Kätzchen. Ja, das ist bester Name. Baue Objekt für den Pub. Eine Bar. Ein Kühlschrank. Ein Ofen. Mindestens ein Standing Table, ich würde eher zwei platzieren. Oh, und dann noch irgendein Werbungsschild. Ja, komm, Neon. Pizza Sign. So. So, dann brauchen wir allerdings auch gleich einen Bartender.
der da arbeitet. Wie kann man denn da abziehen? Ich will jetzt ja keinen Techniker abziehen. Ich würde einen Bilder abziehen. Ja. Den dritten von oben. Im Moment haben wir ja keine Bauaufträge. Rechts oben übrigens, da wo die Fragezeichen sind, wenn du da mal draufklickst, da kannst du dann die Events nochmal nachlesen, falls die mal zu schnell wegklappen. Ja. Musst du die Bar? Da sollte eigentlich jetzt eine Bar stehen. Hier ist die Bar. Nee, ich sehe keine. Guck mal, da ist noch eine platziert. Ja. Platzier nochmal die Bar. Ja. Construct Object Park. Bar. Da ist sie vor der Tür. Stell sie mal in die andere Ecke. Ja. Bill. Yay. So, jetzt müssen wir eine funktionierende Bar haben. Dann sollten die sich da auch nahrungstechnisch eindecken. Ja, guck mal da, sie sind gerade in den Kühlschrank gegangen. Und haben die Nahrung reingepackt. Ja. So, wer dann ab jetzt hier nicht so genau weiß, was man bauen soll, die Meldungen, die dazwischen durchscrollen an der Seite, sagen einem schon ziemlich genau, was die Leute noch gerne hätten. Und wenn hier zusätzlich Derelikte auftauchen, also alte Stationen, dann kommen da auch nochmal Hinweise dazu, was man tun soll. Ich würde an deiner Stelle noch ein Bett platzieren und ich glaube, dann haben wir auch das Limit von heute für diese Runde schon wieder leicht geknackt. Ja. Ach, so ein Glück. Das war auch gerade einer, der sowas aufbaut. Okay, dann würde ich mal sagen, schaut euch Space Base DF9 an. Es lohnt sich. Es hat sich viel getan. Wir haben uns entschlossen, ab dieser Version euch das mal zu zeigen. Wenn ihr möchtet, zeigen wir euch das gerne auch nochmal weiter. Ansonsten konzentrieren wir uns darauf weiter, sowas zu üben wie Planetary Annihilation, wo wir letztens total versagt haben. Ich brauche mehr Luft, weil ich gerade zwei Leute gekriegt habe, anstatt nur einen. Du brauchst vor allem mit deiner Luftschleuse gleich noch mehr Anzüge, weil sonst kommen die nicht rein oder raus. Wissenschaftler, ein Doktor, kann er auch sein. Ich brauche erstmal meine. Oh, ein Botaniker, ja. Botaniker. So, damit verabschieden wir uns für heute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.